Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Einer Welt in Kisten. Hallöchen. Ich finde das Popöchen irgendwie. Also, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ich habe vor allem auch bei den Folgen schneiden und Dingsabums das machen ein bisschen gefludert, weil kein Bock. Und ich war krank, also kein Bock. Also, zweimal kein Bock. Und aber jetzt machen wir weiter, weil Boston ist wieder bei ihrem Fario und deswegen kann sie aufnehmen. Gut, was machen wir denn? Also, wir können weiterbuddeln, oder ich fäll die Bäume und pflanze neue, dass wir immer wieder Holz haben und wir brauchen neue Spitzhacken. Haben wir noch Spitzhacken? Nein. Wir wollen sowieso noch Spitzhacken, hast du vollkommen recht. Wir haben noch einen Stock. Du weißt schon, dass wir noch eine ganze Kiste voller Holz haben. Ja, ich weiß es. Man kann nie genügend Holz haben. Okay, da hast du recht. Ich hab noch drei Spitzhacken sogar. Noch eine ganz kaputte und Dings. Oh Gott. Man merkt, ich habe mein Inventar irgendwie sortiert. Ich habe sogar Erde vorbei und Hobbel und kann ich mal. Hast du dein Inventar sortiert? Bist du krank? Manchmal. Ich mache erstmal ein paar Stöcke. Sollte reichen, sind es 4 Stacks. 4 Stacks-Stöcke. Und daraus mache ich jetzt Spitzhacken. Okay, 64 und es klappt. Ah, nicht ganz, aber fast. Ich mache mal mein Inventar voll. Yep, Inventar ist voll. So, das sollte passen. Schaufeln passen auch, glaube ich. Na, ich nehme auch die mit. Joa. Brauche ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich habe die restlichen Stöcke hier jetzt reingelegt. Da sind noch 64 drin und 40. Und die anderen. Oh, warte, ich habe nochmal 63. So. Und die restlichen sind in der Kiste, also da sind jetzt so 20 Spitzhacken drin. Okay, gut, dann nehme ich mir ein paar Spitzhacken. Ja, 6 Stück, 5 Stück brauchst du. Für eine Zalach. Ja. Das sieht aber witzig gut aus hier. Ja, witzig. Ui, da ist ein tiefes Loch. Ui, da könnte man runterspringen. Ja, könnte. Das heißt, das ist wie so was Negatives. Hast du schon mal versucht. War trotzdem immer noch keine gute Idee. Ich bin schon mehrmals da unfreiwillig runtergesprungen. Ja, unfreiwillig sind wir beide schon runtergefallen. Nein. Ach, ist das eine schöne Zeit. Ja. Oh, ich habe Eisen gefunden. Yay. Stimmt, als nächstes wollte ich eigentlich Schienen bauen. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Gold und noch ein bisschen Eisen. Damit wir eigentlich mal nicht hochlaufen müssen, sondern Boost-Schienen benutzen können. Aber Redstone haben wir ja schon, gell? Redstone haben wir ja. Das ist der erste Schritt zur Automatisierung. Ja. Ich habe übrigens neues. Ja? Boah. Wir können vielleicht bald in der Neuzeit ankommen. Auch hängen wir im Mittelalter rum. Steinzeit. Guck, wir bauen immer noch mit Stein ab. Das stimmt. Aber weißt du, wenn wir uns das Projekt so in. Ich meine, das ist jetzt so die. Wir sind so in der Mitte der 30er jetzt ungefähr. Von den Folgen her. Stell dir mal Folge 100 vor. Ich meine, wir wollen auch noch deine Monsterfarm angehen. Besser gesagt. Ich habe übrigens was sehr Interessantes mal gesehen. Mhm. Dass man mit Falltüren Monster vorgaukeln können, dass die da langlaufen können. Okay. Das ist aber ein bisschen schwierig umzusetzen hier, weil. Oh, die Musik ist so fucking laut. Bei mir ist gerade wieder mal gar nichts. Die war gerade so richtig so dröhnend. So, nicht wahr. Ich hoffe, ich bin nicht so laut im Gegensatz zu dir. Oh, das hoffe ich auch. Wäre scheiße, wenn ich so gar nicht existent bin. Nein, also ich höre dich gut. Ja, also, okay. Und die Aufnahme? Die Aufnahme ist... Die sagt... Okay, du bist ein bisschen... Warte. Ja? Ich regel dich mal ein bisschen hoch. Okay, gut. So. Yay! Man kann mich hören. Jetzt bist du lauter als ich. Oh, aber nur dezent. Also, warte. Ich nehme mich irgendwo dahin. So, jetzt sollte es passen. Red mal.
Hallöchen. Hallöchen. Jetzt sind wir gleich dort. Also laut Aufnahme. Ja. Dann können mich Leute auch hören. Oh, geil. Du hast mich überholt, du Bitch. Ja. Sowas mache ich gerne. Ach, ja. Du kannst mich nennen, wie du willst. Ja. Ich freue mich schon auf morgen. Charaktererstellung wird witzig. Ja. Ja. Das hat sich gerade so reingemurmelt gehört. Nein. Wahrscheinlich klingt meine Stimme noch ein bisschen murmelig und müde, weil ich während der Autofahrt zurück geschlafen habe. Ach so, ja. Boston war heute in einem Museum. Nein, war ich nicht. Ich war in einer Ausstellung. Ich war in Körperwelten. Da kannst du dir Leichen angucken, die hier präpariert und ausgestellt wurden. Und sehr viel über das Leben, Körper und was weiß ich. Zum Beispiel habe ich erfahren, dass Schlafmangel für Pickel sorgen kann. Interessant. Das erklärt, warum Informatiker immer so verpickelt aussehen. Entschuldigung. Aber die Witze müssen sein. Ich war gestern auf dem Poetry Slam, ja? Oh. Das war auch voll geil. Da war einer dabei, der da auch gewonnen hat. Der hat einen, einen Poetry über Nerds gehalten. Und hat dann mal so, und hat dann so gesagt, du, also, heutzutage ist es jetzt so, dass man Pokémon draußen fangen geht. Wir damals noch, haben das noch drinnen gemacht. Und sonst, also es war ganz witzig, weil wir hatten unsere Englischlehrerin dabei, also es war von der Schule aus organisiert. Deswegen durfte ich gestern auch nicht fehlen. Und hat das Ärger gegeben. Und auf alle Fälle, die ist halt so, was Gaming angeht, so, wie beschreibt man das am besten? Sehr nicht bewandt. Also, sie hat so von gar nichts eine Ahnung. Also, der hat da so 30, 40 Spiele aufgezählt, von denen ich fast alle kannte. Und sie meinte so, ich kannte vielleicht eins von denen. Oh, ouch. Ich habe mir vorgenommen, zum Abschluss ihr ein Sims Grundspiel zu holen, Sims 3. Weil das ein Spiel ist, was jeder mag. Vor allem auch, vor allem Frauen wie sie. Okay. Und ja. Oh, ich habe auch mal wieder Lust, Sims zu spielen. Dann spiel doch. Tschüss. Ja. Was? Nein. Ich will mal wieder eine Bäckerei aufmachen. Ja, ich mach mal wieder eine Bäckerei auf. Ach stimmt, du spielst ja Sims 4. Sims 4, ja. Du spielst Sims 4. Ja, ich bin so ein Styler-Kind, ich kann das. Ja, ich weiß. Bonzenkind. Bonzenkind. Mir fehlen aber noch 50.000 Packs. Weil die fangen ja jetzt schon wieder an, den ganzen Packs. Ah ja, es gab da so dann gab es, glaube ich, ein Vampir-Pack letztens. Ja. Und also es gibt ein Freunde-Pack. Es gibt ernsthaft ein Pack, dass man besser mit Freunden irgendwas unternehmen kann. Ja gut, das ist, finde ich aber cool. Das ist für Lebensfreude. Lebensfreude ist ein ziemlich cooles Pack. Ja, aber das ist... Ja, aber ich finde das Pack auch cool, aber dass es ein extra Pack ist, regt mich auf. Okay. Bist du auf die Treppe gesprungen? Nein. Ich bin in die Höhle gefallen. Oh. Oh, die Spitzhacken werden schon knapp. Wie weit ist es noch bis nach zum Boden? Ich hab... Was ist denn da draußen? Okay, draußen gibt es ein Hubkonzert. Irgendjemand hat geheiratet? KSC spielt heute. Ah. Ah, schön. Wie war gestern Flickflack? Es war sehr cool. Es war... normalerweise... Es gab in diesem Flickflack zum Beispiel keine wirklichen Clowns, sondern eher Komödianten, die viel geiler waren als jeder Clown, die ich so witzig fand. Die fand jeder so witzig, die waren so gut. Ich habe Lapis Lazuli gefunden. Sehr gut. Musst du mit Dings abhacken. Okay. Dann die Sachen, abgesehen davon, dass die Männer sehr lebensmüde dort sind. Ja, Akrobaten haben das so an sich. Ja, weil die waren in dieser Metallkugel, wo die dann so zu 8 Motorrad gefahren sind.
da ist eindeutig nicht genügend Platz, um zu 8 Motorrad zu fahren. Die sind am Motorrad gefahren. Die sind Motorrad gefahren entgegen dem, ja. Cool. Ich höre Lava. Oh, okay. Und ich sehe Obsidian. Oh, ich nicht. Und es war auf jeden Fall sehr cool. Es war auch, das Coole ist auch beim Flickflack, die haben eine Story. Das heißt, im letzten Auftritt, vor 2 Jahren, ging es darum, dass sie im Gefängnis sind und sowas. Und diesmal ging es darum, dass sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und was danach passiert. Hm. Und das finde ich sehr geil. Stimmt, vor 2 Jahren, das habe ich mitbekommen. Ja, aber ich muss zugeben, 50 € ist für eine Karte schon heftig. Das ist sehr heftig, ja. Obwohl, ich muss sagen... Aber es war sehr gut. Also, ja. Dafür kann man auch in Europa packen. Ja, das stimmt. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und es gab genau eine Pose, die ich auf jeden Fall noch nachzeichnen werde. Und mach ein Speedpaint. Okay, ich versuch's, wenn ich dran denke. Ja, daran wirst du nicht denken. Ich kenne dich doch. Ja. Die Lava übrigens, ich höre, ist die da oben im Becken. Welches Becken? Da. Da ist Lava. Da ist ein Obsidian-Ding-Becken. Ah, die Lava. Nein. Shit. Wow, ich hab dich auch schon mit deinem echten Namen genannt. Oh nein! Mach hin. Was habe ich denn selbst genug zu mir selbst gesagt? Ach fuck, Yari, was machst du da? Also keine Sorge. Aber die Leute glauben mir sowieso nicht, wenn ich diesen Namen sage, weil er so komisch klingt. Ah, geil. Wisst ihr, ich bin keine Türkin übrigens, auch wenn das jetzt viele von euch denken werden. Das denkt jeder, der meinen Namen hört, gell? Ja, weil Yarin so türkisch klingt. Yarin heißt auch Morgen. Also, mit ein bisschen anderer Schreibweise heißt Yarin Morgen. Also, weißt du, wie der Morgen. Also, ja. Der gute Morgen. Sowas in die Richtung, verstehst du? Okay. Also, deswegen. Oh. Au! Autsch. Scheiße. Bin gefangen! Wieso komme ich hier? Okay. Was? Ich komme hier nicht rüber. Wie kann man sprinten? Doppelklicken. Ah, jetzt. Ich guck mal, wie viel Eisen wir haben. Ich glaube nicht sonderlich viel. Na, ich muss gucken. Hey, warum kann ich dich schieben? Hä? Was? Ich hab das Gefühl, ich schieb dich an. Achso, doch ein bisschen. Okay, erstmal hier den ganzen Kies und Sand hier Wolf. Rein. Wolf? Hör auf, an den Schafen knabbern zu wollen. Ach, der Wolf ist hinge... Oh, der ist richtig aggressiv geworden. Gut, dass er da... Man kann Teppich machen, ja genau. Ja. Teppich ist... Keine Ahnung, wie man Teppich macht, aber... Wir müssen diese Wölfe noch loswerden. Ja, oder sie zähmen. Und, keine Ahnung. Das Problem ist, in dem Zustand kannst du sie nicht zähmen. Also, ja, ich weiß. Nächste Bruchsteinkruste. Die ist auch schon voll. Hey, wieso haben wir... Oh Gott. Die ganzen Kisten sind alle voll. Die ist... Da ist eine... Autsch. Okay, wir brauchen eine Bruchsteinkiste. Okay. Ich bin dabei. Gut. Haben wir noch Kisten? Da. Kisten? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eine Kiste und ein Schild haben. Einsortieren. Kohle. Ja. Habe ich Granit? Ich habe einen Granitblock. Haben wir hier auch eine Sandkiste? Ja, das ist die Aufschubskiste. Das ist die
dritte. Ah. Die, nein, nicht die dritte, also doch die dritte, aber also für mich dritte, weil die ich zu dritt gebaut habe zuletzt, aber da ist der Aufschnittszeug drin. Aber wir haben noch keine Sandsteinkiste. Der Sandstein ist im Moment noch in der Kuschelkiste drin. Okay. Aber wir haben schon Fleisch und Schweinefleisch und Kartoffeln. So, wie, wo ist das Eisen? Ist das hier auch drin? Okay, wir haben 19 Eisen und 3 Gold. Und hier haben wir noch 4 Eisen. Wir brauchen noch mehr Gold. Wir brauchen noch 3 mehr Gold. Okay. Weil dann passt das mit. Okay. Ups. Ich mach mal weiter. Vielleicht finde ich Gold. Okay, gut. Und aber vom Eisen her sollte es eigentlich reichen. Okay, da okay, gut. Dann. Weil die Strecke sollte ungefähr. Obwohl, nein, reicht noch nicht. Wir brauchen. Die Strecke ist fast genau 64 Blöcke lang, weil ich 64 Blöcke tief gegraben habe. Das Ding, das Loch ist ja an der Stelle 64 Blöcke tief. Ja. So, also heißt, und ich habe ja pro. Deswegen ist das. Die Strecke ist ungefähr 64 Blöcke lang. Mhm. Das heißt, ich brauche. Ich muss genau gucken, wie das mit dem Boost-Schienen ist, aber mal gucken. Aber machen wir erstmal weiter. Ich bringe erstmal meine Steine weg, dann komme ich nach. Ja. Da wollte ich auch noch was machen. Dafür brauche ich aber auch Eisen, das ist das Problem. Trichter kosten Eisen. Oh, ist da oben? Autsch. Alles okay? Ja, mit dem Kind. Hast du Faden bekommen? Ja, ein bisschen. Halbes Herz, das kommt wieder. Na schön. Nee. Ist halt. Joa. Warum regnet es hier nicht rein? Ach, da ist der Baum davor. Hallo, du bist neben mir. Ja. Oh, Hallöchen. Hallöchen, Popöchen, mein Dämchen. Ah. Okay. Oh, mein Wund war heute den halben Tag taub. Weißt du, wie scheiße das ist? Das ist sehr scheiße. Naja, der Arzt hat mir halt vor, bevor, also, ich war halt beim Zahnarzt. Ja, an einem Samstag war ich beim Zahnarzt. Manchmal gibt das, wenn der Zahnarzt einen Patienten hat, der Narkose will und es halt meistens Samstag ist und er dann Termine vergibt. Deswegen war ich auch nur 20 Minuten in der Praxis. Das war ziemlich geil. Ja. So. Weil er will, hat er da ein bisschen rumgebohrt und hat mir halt vorher eine Spritze reingejagt. Weil das ging ein bisschen tiefer. Oh. Mhm. Also es war in Ordnung. Es ist jetzt nicht so schlimm wie meine Wurzelbehandlung gewesen, aber. Ja, ich hasse es, dass ich scheiß weiche Zähne habe. Das liegt nicht daran, dass ich mir meine Zähne nicht putze. Sondern dass ich fucking weiche Zähne habe. Das liegt in der Familie. Ja. Auf alle Fälle fühlt es sich jetzt komisch an. Aber immer so am Anfang. Ja. Aber man sieht es nicht, weil es Keramik ist. Gut. Also das weiße Zeugs. Wo man zwar ein bisschen was draufzahlen muss. Aber es ist in Ordnung. Ich habe jetzt für beide Löcher, glaube ich, 60 Euro gezahlt. Also für die Füllung. Oh, okay. Ja, das ist in Ordnung, aber. Eine Frage würde ich dich mal was fragen. Jo. Du weißt ja, dass es diesen Soli gibt. Du weißt schon, der damals eingeführt worden ist, als die Mauer fiel und der Westen dem Osten geholfen hat und der bis heute nicht aufgehört hat, obwohl der Osten fast auf dem gleichen Stand wie der Westen ist. Okay. Das ist praktisch wie eine Steuer, eine Zusatzsteuer. Mhm. So. Aber was meine Lehrerin und ich letztens geredet haben, war eine Art Bildungssoli. Alle, also für Bildung. Alle. Okay. Einfach ein Betrag, der dafür ausgegeben wird, die Bildung zu verbessern. Mhm. So. Wie viel, erstens mal, wärst du bereit, das zu zahlen? Und zweitens, wenn ja, wie viel? Von deinem monatlichen Gehalt. Das kommt halt drauf an, wie viel ich verdiene. Okay. Aber stell dir das mal so vor. Wenn jeder 1 Euro Bildungssoli zahlen würde und wir haben, also das sind mehrere Millionen, also ich glaube,
in Deutschland sind 50 Millionen, glaube ich, arbeitskräftig, arbeitsfähig, glaube ich. Also von den 80 Millionen. Stell dir mal vor, also jeder würde 1 Euro zahlen im Monat. Ich würde es zahlen, ja. So. Du musst dir vorstellen, kommen jeden Monat 50 Millionen Euro zusammen, ungefähr, für die Bildung. Weil jeder nur einen Mini-Betrag zahlt. Ja. So funktioniert übrigens Sozialismus und Kapitalismus, aber egal. Außer, ja. Nicht Kapitalismus, Kommunismus, Entschuldigung. Aber, so, und darüber haben wir geredet und meine Lehrerin meinte, sie würde es zahlen, obwohl sie keine Kinder hat. Hm. Und das liegt jetzt nicht daran, dass sie Lehrerin ist. Nee, Bildung ist richtig, also so ist es halt. Das Problem ist halt, Politikern bringt es nichts, weil das Sachen sind, die erst nach ihrer Amtszeit wirken. Wenn jetzt die Merkel was am Bildungssystem ändert, dann merkt man das erst, wenn der erste Jahrgang halt durch ist. Und das ist halt in 10 bis 12 Jahren. Ja. Yeah. Und deswegen denken Politiker meistens nicht so weit. Das ist ja das gleiche wie bei Schulz und dem Hartz IV. Das Hartz IV war ja auch am Anfang so, gar nicht wahr, voll scheiße, weil, ne? Weißt du? Mhm. Und heute sagen wir, ey, ist voll eine gute Sache. Ja. Und deswegen. Ich würde sogar jemanden wählen, der sowas sagt, so, ja, ich möchte gerne die Bildung reformieren, ich möchte gerne bessere, einheitliche Sachen machen, so. Du hast mich überholt. Man sollte mal dafür sorgen, dass vielleicht irgendwie das auf einen einheitlichen Stand gebracht wird, dass es nicht so einen extremen Unterschied gibt zwischen Norden und Süden. Ja. Du weißt ja, dass wir ein schwierigeres Abi haben als die Leute im Süden, im Norden. Ja. Aber dafür gibt es halt immer noch Vorurteile. Aber ich merke es halt auch. Okay, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Aber einer bei uns im Verein. Der ist dualer Student. Okay. So, und der kommt halt aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern, Entschuldigung. Mhm. Und der meint, er ist eigentlich intelligent, nur das Problem ist, er ist nicht so ans Arbeiten gewöhnt, also halt an dieses extreme Lernen, weil er halt durchs Abi damals extremst easy durchgekommen ist. Und hat sich dann gedacht, gut, ich studiere jetzt in Karlsruhe, dual. Ja. Er schläft 4 Stunden am Tag. Ja, okay. Wenn es hochkommt.